Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game Preview hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Koya und heute schauen wir uns Ancestors The Humankind Odyssey an. Vielen Dank dafür an Private Division, den Publisher, der mir hier einen Pre-Access-Key zur Verfügung gestellt hat, sodass wir schon mal vorab, vorm Release, hier einen Blick drauf werfen können. Am 27.08. ist es dann soweit, da erscheint dann Ancestors im Epic Store. Ja? Exklusiv erst einmal im Epic Store. Wer sich das Spiel schon vorbestellen möchte, hat unten in der Videobeschreibung einen Link und kann das entsprechend machen. Die Konsolen ziehen danach im Dezember diesen Jahres. Im Dezember 2019 erscheint dann Ancestors für PS4 und für die Xbox. Und wer den Epic Store nicht mag, da gibt es ja auch einige, muss ich leider dann ein wenig gedulden bis ins Jahr 2020. Da erscheint dann das Spiel auch auf Steam. Wir steigen hier gleich ein mit einem neuen Stamm und können schon mal 30 Minuten des ersten Gameplays hier sozusagen durchleben. Wir müssen als Urzeitmenschen starten und quasi evolutionieren. Wir müssen uns weiterentwickeln und schauen, dass wir Sachen herausfinden, Werkzeuge entwickeln, uns einfach nach und nach Fortschritt erarbeiten. Das Spiel nimmt einen dabei nicht an die Hand. Also wir müssen das selbst herausfinden, wir müssen überleben. Es hat dadurch natürlich einen absoluten Survival-Charakter. Aber, ja, jetzt hat es gerade hier mein Pad gebrummt. Alles gut, ja, liebe Xbox-Controller, ich habe dich ja jetzt schon wieder in der Hand. Ich habe nur ganz kurz die Tastatur benutzt. Ansonsten wird dieses Spiel hier am besten mit dem Controller gespielt. Wir, hier ist unser erstes Mal und wir wollen bitte alle Tutorials und das komplette HUD eingezeigt haben. Wir können das Ganze auch ohne Tutorial und ohne HUD und überhaupt, ja, da versuchen zu bewältigen. Charakter machen wir zufällig. Und wir sind soeben weiblich wohl geworden. Wir starten das Spiel. Es ist ein Adventure, es ist ein Survival-Game. Es geht aber wirklich einen komplett neuen Weg in diesem Genre, muss ich sagen. So wie dieses Spielgefühl sich da darstellt. Es nimmt einen wirklich so gar nicht an die Hand. Und es gibt einen auch keine Rezepte vor oder irgendwie Wege, die man gehen muss. Stattdessen muss man wirklich mit den Sinnen, die man hat, experimentieren und versuchen eben Fortschritt zu erzielen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse dienen hier als Leitlinien, als Richtlinien, aber nicht eben wirklich wissenschaftlich komplett fundiert. Panache Digital Games haben dieses Spiel entwickelt. Es sind wohl darunter auch ein paar Macher, die bei Assassin's Creed mitgearbeitet haben. Also durchaus im Spieldesign bewandte Leute. Ich bin mega gespannt auf euer Feedback. Haut bitte fleißig in die Tasten. Es ist wirklich mal ein komplett anderes Game. Da ist es sehr, sehr spannend, euer Feedback zu haben. Herausforderungen des Anbeginns der Menschheit. Begib dich auf die nicht enden wollende Odyssee der menschlichen Entwicklung auf diesem Planeten. Lass dich auf deinen Reisen von deinem Körper, deinen Sinnen, deinem Verstand und deiner Stimme leiten. Werde zahlreicher und stärker und verbessere die Spezies. Überlebe die Elemente, lehre deine Familie, baue ein Heim. Der Weg ist weit. Viel Glück, wir werden dir nicht viel helfen. Das ist tatsächlich wahr. Laut! Und denk dran! Die Evolution ist nicht in Stein gemeißelt. Du musst dir deinen eigenen Weg bahnen. Laute Musik, schöne Musik. Los geht's. Designt ist das Ganze in der Unreal Engine. Kommt einem daher vertraut vor, aber es ist wunderschön und flüssig. Vor 10 Millionen Jahren in Afrika.
Ancestors, the Humankind Odyssey. Evolution, eine Geschichte vom Fressen und gefressen werden. Entsprechend hart wird uns dieses Spiel auch zusetzen und an jeder Ecke versuchen, ein Bein zu stellen. So, da sind wir. In der Rolle dieses armen kleinen Kerlchens, was da gerade seine Mama verloren hat. Wir haben links die Möglichkeit, Intelligenz einzusetzen. Dann erkennen wir so bestimmte Strukturen. Wir können das gerade mal machen. So, unser Ziel wäre jetzt ein Versteck zu finden. Da zum Beispiel wäre eins. Da wäre auch ein Versteck. Oder aber zurückzufinden zu unserem Stamm. Das wäre natürlich noch viel einfacher, als jetzt ein Versteck zu haben. Wir können uns verschiedene Dinge merken. Also wenn ich da jetzt was identifiziert habe, dann kann ich mir das merken, einprägen. Und dann ist das markiert. Aber ich habe keine Karte. Es gibt keine Minimap. Es gibt einfach keine Möglichkeit, jetzt sich hier zu orientieren, außer eben mit diesen Punkten. Das ist also wirklich eine sehr, 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 sehr fiese Geschichte. Wir können ja auch um Hilfe rufen, das hilft nur gerade nicht. Was wir hier sehen, dieser Bildschirm, der signalisiert Angst. Angst haben wir, wenn wir zu weit weg von unserem Clan sind, insbesondere wenn wir eben so ein kleines Äffchen noch sind, noch jung und unerfahren. Dann haben wir da entsprechend diese Angstzustände, das kann bis hin zur Panik gehen. So, dass man dann ausrastet und eben flieht und wieder zurück beim Stamm landet am Endeffekt. Oder man besiegt die Angst durch Erkunden und kann dann Gebiete, neue Territorien für sich erschließen und erobern. Wir versuchen den Weg zurück zum Stamm. Das heißt nicht, dass wir ankommen. Wenn wir jetzt tatsächlich sterben, übernehmen wir nur die Rolle eines neuen Charakters im Clan. Bis dann eben irgendwann dieser Clan ausgelöscht ist, dann haben wir tatsächlich dieses Spiel sozusagen verloren. Also, die Siedlung scheint da oben zu sein, über dem Wasserfall. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Das sieht doch gut aus. Lass uns das mal probieren. Klettern können wir einfach, indem wir gegen diese Gegenstände laufen. Hier steht auch, genau, wenn man dann abspringt, kann man die Taste A halten und dann sich im Blattwerk festhangeln und am Blattwerk dann schwingen. Und Tarzan-like kann quasi von A nach B sich schwingen. So, jetzt müssen wir hier einen gewagten Sprung machen. Ich bin gespannt. Nein! Nein, 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 nein! Alles gut! Alles gut! Ich hab das so, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein sehr, sehr robuster kleiner Affe. Ja, man kann runterfallen, sich die Beine brechen, man kann auch runterfallen und tot sein. Ich glaube, mich hat so ein bisschen, dass ich das Wasser noch berührt habe, hat mich gerade die Game-Mechanik gerettet. In der Realität hätte ich wahrscheinlich gerade mein junges, kleines Leben hier verloren. Hey, 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 das ist gar nicht so einfach. Kann ich ja nicht mal rüber? Ja, komm! Oh, 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 oh. Ja, gut gemacht! Kleiner Mann. Kleine Frau. Ich weiß es gar nicht. Eigentlich war man weiblich, gell? Kleine Frau. Gut gemacht. Und dann auf einmal wandelt sich hier auch die Welt nicht mehr von diesem Schwarz-Weiß mit bösen Monstern hinter allen Grashalmen, sondern in eine schöne grüne Oase. Hier sind wir zu Hause. Hier kennen wir uns aus. Und hier ist der Sound immer noch sehr laut, glaube ich. Lass uns mal eben ganz kurz den Sound noch ein bisschen runterregeln. Optionen. Audio, Gesamtlautstärke. Gehen wir mal ein bisschen, ne? Speichern und zurück. Muss ich mal gucken, dass ich gerade wieder Controller-Steuerung gleich habe. Jawohl, haben wir. So.
Immer noch sehr laut. Wir sind wieder zu Hause. Unser Kumpel ist auch da. Oh, Mama ist weg. Oh. Das Verhalten haben sie wirklich sehr, sehr genial umgesetzt, muss ich sagen. Es ist wirklich richtig, richtig krass. Und man muss so ein bisschen auch deuten lernen, dass man hier mit dem Stamm eben dann auch interagieren kann. Ist sehr, sehr schön. So, wir haben unten eine Energieleiste. Grün sagt uns unsere jetzige Energie. Wenn wir die aufgebraucht haben, dann geht es an die Kondition. Und wenn die aufgebraucht ist, naja, dann plumpsen wir auch mal von der Steilwand, an der wir uns gerade hangeln. Ansonsten haben wir die bekannte Intelligenz, die wir einsetzen können. Oder auch hören, sehen, riechen. Was auch immer. So, wir können jetzt hier innerhalb unseres Clans auch die anderen Charaktere steuern. Zum Beispiel hier, das ist ein Kreis. Man kennt es so am grauen Fell. Und wir könnten jetzt dahin wechseln und diesen Charakter steuern. Ich überlege gerade, ob ich so einen Kreis mal steuere. Die Charaktere altern auch. Oben sehen wir Tag 2, Jahr 0. Wir durchleben auch mitunter sehr lange Zeitspannen. Beispielsweise können wir auch uns hier fortpflanzen, verpaaren. Dann können wir diese Zeit der Schwangerschaft sozusagen überbrücken. Und man spielt dann 15 Monate später weiter, wenn der Kleine geboren und schon ein klein wenig herangewachsen ist. Wir können auch Evolutionsstufen erreichen, das ist das Leveln quasi in diesem Spiel. Und dann vergeht auch entsprechend Zeit, sodass wir hier nach und nach die Charaktere auch altern sehen. Wir wechseln mal zu Loi und steuern sie. Ich glaube, das ist besser als den kleinen Knips hier. Und wenn wir den kleinen mit uns herumtragen und wir können, glaube ich, bis zu 2 tragen, ne? Vorne auch noch einer, genau. Dann können wir entsprechend auch neuronale Energie sammeln, die dann dazu nötig ist, um hier sich weiterzuentwickeln. So, also setzen wir mal ein bisschen ein und erkunden, würde ich sagen, erstmal unsere nähere Umgebung. Setzen wir mal unsere Sinne ein. Da hinten sehen wir ein paar unserer Stammesmitglieder hocken. Moment, falsche Taste. Wir versuchen mal zu fokussieren. Da gibt es was Unbekanntes. Das können wir uns ergreifen. Das können wir inspizieren. Neue Nahrung entdeckt. Hauen wir es uns doch mal rein. Bei der Nahrung sollte man allerdings immer vorsichtig sein. Nom. Sehr schön. Kann man also augenscheinlich essen. Ja, ja, ist ja gut. So viel musst du nicht essen. Du bist gar nicht so hungrig. Wachsendes Neuron, die Sinne. Wir lassen die Beeren hier mal fallen. Das kann man auch aus der Hand legen. So, zack. Vorräte kann man nämlich auch noch anlegen. So, schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Das sind auch wieder die Beeren, ne? Die können wir jetzt schon ergreifen und direkt essen. Was haben wir hier? Da ist auch noch was. Inspizieren. Schachtelhalm. Mmh. Lecker. Na, hau rein. Okay. Da unten kriegen wir jetzt einen Buff durch diesen Schachtelhalm. Der macht uns robuster. Ja? Das heißt, da sind irgendwelche schönen Stoffe drin, die unsere Knochen stärken. Der macht uns entsprechend robuster. Wenn wir dann jetzt also mal runterfallen, haben wir wahrscheinlich ein bisschen Schadensbonus. Was ist los? Ja, ja, alles gut. Ich habe mich mal aufgestellt. Der aufrechte Gang, den haben wir bereits erlernt. Schnapp dir. Sauber. Okay. Hier gibt es aber noch viel mehr zu entdecken.
Steine. Da ist auch noch was, aber lass mal ganz kurz. Moment, Stein. Inspizieren. Halt, ich will doch gar nicht. Was haben wir da jetzt? Achso, da sind die Bären. Ah ja, okay, ja, ja. Inspizieren. Na, Essen? Nee, neues Werkzeug. Okay. Gut, da können wir vielleicht irgendwelche Schalen oder irgendwas aufklopfen. Irgendwelche Nüsse knacken oder Bärenmatsch machen. Keine Ahnung, ich lass mal fallen. Alles, was wir so sammeln, ich glaube, ich lasse das einfach mal fallen. Das, oh, da ist auch noch was. Ich weiß, was hier alles ist. Das heißt, wir können wirklich unsere gesamte Umwelt hier erstmal erkunden. Her damit. Inspizieren. Okay. Stangeria. Hier, willst du Stangeria? Man kann auch geben. Ach, das ist ja interessant. Willst du Stangeria? Stangeria. Hier. Stangeria. Habt ihr nicht traurig Blumen mitgebracht? Oh Mann, ich finde das toll. Hier ist noch mehr Stangeria, wenn noch jemand will. Stangeria. So, was haben wir da noch? Ist noch mehr Stangeria. Aber denn, hier, komm, lass uns mal wieder scannen. Na, guck mal, dieser trockene Baum scheint da noch ein Geheimnis zu bergen. Stangeria. Mach mal hier, gib mal her, Stangeria. Stockeria. Roter Zweig. Ramus Mortuus. Roter Zweig. Alles klar. Will noch jemand einen Zweig? Ich leg das mal hier hin. Hier, wir horten. Weiter geht's. Schlafplatz. Drücke A, um dich einem Schlafplatz hinzulegen. Na, noch ist früh. Bin schon spät. Wen haben wir denn hier? Analysieren. Wachsen männlich. Den können wir pflegen. Bin ich weiblich? Oder männlich? Ich glaube, ich bin auch selbst männlich, oder? Warte mal, ich glaube, das konnte man hier. Wir sind Loi, erwachsener männlich. Tut mir leid, habe kein Interesse an dir. Dornengestrüpp. Bin jetzt auch noch nicht so weit raus. Ich traue mich nicht. Ich bin ein Schisser. Das wird sowieso wahrscheinlich mein Handicap in diesem Spiel, dass ich einfach zu viel Schiss haben werde, groß zu erkunden und überall hier Gefahren sehe. Schau mal, dieser Baum ist auch neu. Den haben wir noch nicht. Das sind keine Bären. Nee, was ist das? Blumen. Inspizieren. Mach mal. Neue Nahrung entdeckt. Okay, soll ich das wagen? Einige Nahrung kann halt auch echt giftig. Oh, guck. Da kriegen wir einen Kälteschutz. Oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn uns kalt ist, hier wissen wir jetzt schon. Jetzt habe ich nochmal inspiziert, aus Versehen. Da bestätigt sich nur, gibt keine neuen Erkenntnisse. Hau rein. Da gibt es einen Kälteschutz. Okay, also wenn uns kalt ist, diese Pflanze, das müssen wir uns halt merken. Da gibt es jetzt kein Lexikon oder sowas, wo wir nachschlagen können. Sondern das sollte man sich merken. Tja. Muss wagen. Ich glaube, ich verliere gleich einen Affen. Oder gären zwei. Geht doch. Hier oben war ja irgendwo großböse Vogel, ne? Schau mal, da oben. Fokus. Hm, was auch immer es ist. Okay. Alter, ich werd so viele Affen durchs Klettern verlieren, ne? Identifizieren, wir prägen uns das mal ein. So, komm.
Das heißt, da irgendwie hin. Wie? Wir probieren aus. Ja, gar kein Problem. Oh, ja, gar kein Problem. Oh. Ja, 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 ja. Guck mal, da geht's irgendwie hoch. Und dann dahinter ist dieser Busch, ne? Habe ich ihn da jetzt entdeckt schon wieder? Oh. Ah. Oh. 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 Die sind sehr robust, die Affen. Sehr, sehr robust. Das ist gut für mich. Okay, ich probiere es nochmal. Nehmen wir den einfachen Weg. Also das mit dem Klettern, das muss man auch echt lernen. Genauso quasi wie unsere Vorfahren. Na, wobei, die sind so ein bisschen mit den Genen ausgestattet gewesen. Ich nicht. Die sind zwischendrin in der Evolution weggegangen. Ja? Wurden aussortiert. Ja, wo ist jetzt das? Warte mal, ich habe irgendwas in der Hand zum Essen. Hau rein. Wo ist denn jetzt hier unser Entdeckungspunkt? Da. Aber was ist das? Oh, entdecken. Sehenswürdigkeit entdeckt. Die Schwesternbögen. Ach so, das ist dieser Felsbogen, auf dem wir gerade waren, ne? Ja. Natürlich dunkel, wenn ich was entdecke. Das sieht schick aus. Ich finde diese Landschaft richtig toll gestaltet. Und wir werden auch noch sehr viele Lebewesen da drin entdecken. Vielleicht hier und da nochmal so, weißt du, so ein Frosch, der irgendwo hüpft oder so ein kleiner Vogel, der irgendwo fliegt oder hockt oder dergleichen. Das wäre irgendwie noch ziemlich cool. Und jetzt pisst's auf gut Deutsch. Oh Gott. Und ich muss irgendwie wieder zurückfinden im Dunkeln. Im Regen. Mit unseren Babys dabei. Schau mal, ich glaube, wenn wir hier oben langlaufen, ne, das könnte funktionieren. Eilen wir uns mal ein bisschen. Ja. Fast hätte ich es geschafft. So. Dann gehen wir mal zurück. Ich hoffe, das ist doch hier, ne? Oder? Ich glaube, ich bin richtig. Könnte natürlich auch scannen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich richtig bin. Da ist die Höhle, da ist trocken. Ihr seht, es geht jetzt übrigens schon auf die Stamina, merke ich gerade. Wir sollten vielleicht vorm Schlafen gehen nochmal was essen. Und vor allen Dingen auch was trinken. Na? Immer noch mit Stanga oder wie war das? Vielleicht auch nochmal was trinken. Geht das hier überhaupt? Schöpfen. Das inspizieren wir mal. Das ist Wasser. Okay. Ja, dann hau rein, ne? Sehr gut, das war anstrengend jetzt. Müssen wir wieder Energie auffüllen. Das finde ich sehr schön. So, und jetzt noch mal gucken. Vielleicht gibt es noch irgendwo Bärchen. Haben alles weggefressen, schätze ich fast. Guck mal hier. Was war das denn jetzt gerade? Als wär unser Charakter müde, ne? So. Hat so die Augen so zusammengekniffen. Da, oder? Ne, warte mal, das ist auch wieder nur Stangerie. Es gibt hier gerade nichts zu essen, scheint's. Oder? Höchstens hier vorne?
Noch ein paar von den Schachtelhalmen irgendwo. Es ist so, dass irgendwann Nahrungsquellen auch erschöpft sind. Abgesehen davon ist gerade unser Kälteschutz erschöpft. Also gut, wir schlafen. Irgendwann sind Nahrungsquellen erschöpft. Und dann müssen wir weiterziehen mit dem ganzen Stamm. Und neue Gegenden erforschen. Und natürlich uns in Gefahr begeben. So, komm. Evolution. Okay. Okay, also wir haben hier eine Mutation tatsächlich. Twi besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Nahrung zu metabolisieren. Das ist unser Baby. Das hat sich da in diese Richtung wohl weiterentwickelt. So, was haben wir denn hier? Hier sind dann Neuronen, die man anregen kann. Fähigkeit, einen Gegenstand von einer Hand in die andere Hand zu wechseln, ist erworben worden. Und dadurch schalten sich dann weitere neuronale Knoten sozusagen frei und so entwickelt man sich dann eben weiter. Hier unten kann man auch noch was freischalten. Erfassungsbereich für ungenießbare Ressourcen hat sich erweitert. Das ist natürlich auch gut. Erfassungsbereich für ungenießbare Ressourcen. Okay, hier kann man noch nichts entwickeln. Hier haben wir uns noch nicht genug angestrengt sozusagen. Die anderen Punkte sind auch noch nicht freigeschaltet. Also machen wir mal hier eine Runde Schlaf. Schon spät, Mitternacht. Wir sind müde. Und dieser Regen halt auf. Guck mal, wir träumen da oben. Ist ja süß. So, oder? Ah ja, ein bisschen noch, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, so ein bisschen noch. Gönnen wir uns. Komm. Morgendämmerung. So. Interessanterweise müssen wir uns um die Kleinen nicht sonderlich kümmern. Also, dass wir die erzeugen müssten oder irgendwie verpflegen müssten. Guck mal, wir hatten hier doch noch Beeren hingelegt. Jetzt ist es gut. Ergreifen wir. Dadurch wird die rechte Hand frei und kann einen anderen Gegenstand aufnehmen. Okay. Warte mal, wir hatten doch hier den... Hallo, guten Morgen. Wir hatten doch hier irgendwo den Stock hingelegt, oder? Holen wir uns mal einen neuen. Da ist der Stock. Okay, pass auf. Stock und Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, aber wir nehmen mal den Stock. Nehmen. So, jetzt kann ich mit links die Hand wechseln. Zack. Hast du einmal in der linken Hand, können eigentlich mit bloßen Händen geändert oder hergestellt werden. Linke gedrückt halten. Und dann verändern. Okay, da ist jetzt noch nicht viel passiert. Gedrückt halten. Ah! Oha. Oha, jetzt können wir wieder wechseln. Und inspizieren. Megastock, oder? Oh, der ist sogar spitz. Oder? Der ist spitz. Das ist quasi die erste Waffe. Ich deponiere den hier mal. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Können wir auch die... Okay, den will ich nicht mehr. Ich hole mir einen neuen Ast. lass mal gucken. Wechseln. Wechseln. Genau. Das machst du gut. Das machst du sehr gut. Verändern. Huch. Oh, das ging gut. Abstreifen. Stangeria kann jetzt modifiziert werden. Also Moment. Und wieder wechseln. Müssen wir neu untersuchen. Stangeria. Plattlos. Was man damit jetzt machen kann, weiß ich aber auch noch nicht. Stangeria-Stamm. Vielleicht kann man den zum Poolen irgendwie benutzen, um irgendwo was rauszupoolen, irgendwas rauszuholen. Stock. Mega. Mit dem Stein, wenn ich einen zweiten Stein nehme, die aneinander schlagen, kann ich schon Flint herstellen? Nein, ich glaube nicht. Dafür muss ich erstmal Flint finden. Interessant, auf jeden Fall. Wir haben schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Ich mümmel dann jetzt hier noch ein bisschen.
Bin gespannt, wie euch das gefallen würde, wenn wir das Spiel im Let's Play oder in Livestreams uns genauer anschauen. Das war jetzt ein wirklich allererster kleiner Eindruck. Man sieht, man evolutioniert, man entwickelt sich so ein bisschen weiter. Ja? Wir haben jetzt schon mal den Stock vom Gestrüpp befreit. Er ist noch hängen geblieben. Den holen wir auch noch hinterher. Und wir können uns so weiterentwickeln, nächste Evolutionsstufen erreichen, Gebiete erkunden, dort neue Werkzeuge entdecken, aber auch neue Gefahren und Feinde. Wir können uns verpaaren, für den Fortbestand unseres Stammes sorgen oder halt leider Gottes vernichten, je nachdem, was passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Haut bitte fleißig in die Tasten, weil das Spiel wirklich mal ein ziemlich anderes ist. Und sowas ist, macht mich immer riesig neugierig. Grafisch finde ich es geil. Technisch finde ich super. Vom Spielprinzip her bin ich am Zögern, ob es für ein Let's Play so gut zu erleben ist. Aber da werdet ihr mir sicherlich weiterhelfen. Zum Zocken macht es auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Bis dann spätestens zum 27.8. zum Release von Ancestors Humankind Odyssey. Da schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal genauer an. Bis dann, macht's gut und ciao.